Geron Toastern Pokémon mit dem Typ Eis existiert seit der dritten Spielgeneration und neben Frostiertier ist es die letzte Entwicklungsstufe von Schnepke. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega Phenontor zu vollführen. Phenontor ist ein mittelgroßes, schwebendes und beinahe kugelrundes Pokémon, das weiß und schwarz gefärbt ist. Das Eis-Pokémon hat einen schwarzen Körper aus Stein. Diesen schützt es mit einer Rüstung aus Eis, die an eine Torwartmaske erinnert. Durch deren Löcher an der Oberseite ragen zwei kegelförmige spitze Hörner raus, zudem auch die blauen Augen und mit schwarzen Pupillen sowie das auffällige, zahnbewehrte Maul. Phenontor ist mithilfe eines Phenontor-Needs dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu vollführen. Dabei wird die untere Hälfte des Eispanzers abgesprengt und sein Kiefer ausgerenkt, wobei seine dunkelblaue breite Zunge freigelegt wird. Zudem wächst ihm ein weiteres Horn aus Eis an der Vorderseite und sein Aussehen wird insgesamt bedrohlicher. In der Shiny-Form wird sowohl bei der Normal- als auch bei der Mega-Form nur die Augenfarbe verändert, die sich nun rot anstatt blau färbt. Phenontor weist extrem ausgeglichene Fähigkeiten auf und ist sowohl defensiv als auch offensiv und sowohl physisch als auch speziell solide aufgestellt. Das Pokémon verfügt über große Eiskräfte, da es extrem kalte Luft ausstoßen kann. Es kann Eis kunstvoll in verschiedenste Formen bringen und nutzt das zum Beispiel für Eissplitter, Gefriertrockner oder Blizzard, aber auch für die gefährliche K.O.-Attacke Eiseskälte. Im Nahkampf verlässt es sich auf sein kräftiges Gebiss, das es mittels Knirscher oder Eiszahn für sich ausnutzt. Phenontor kann die Fähigkeiten Konzentrator haben, welche es vor dem Zurückschrecken bewahrt, oder Eishaut, wodurch er seine Kraftpunkte im Hagelsturm regenerieren kann, indem seine Eishaut repariert wird. Einige Exemplare verfügen über die außergewöhnliche versteckte Fähigkeit Gefühlswippe, welche zufällig einen Statuswert stark erhöht, während ein anderer abgesenkt wird. Wenn Phenontor seine Mega-Entwicklung annimmt, erhöhen sich sein Tempo und seine Angriffsfähigkeiten stark. Es bildet dann die Fähigkeit Frostschicht aus, die dazu führt, dass Normalattacken zu Eisattacken werden. Phenontor lebt in sehr kalten, verschneiten Berggebieten wie dem Mount Lanakila in Alola. Man erzählt sich, sein Körper bestehe aus einem Felsbrocken, in dem die Unmut eines in der Kälte verunglückten Wanderers gefahren sei. Es kann unglaublich starke Kälte hervorrufen und nach Belieben kontrollieren. Sein Körper ist so kalt, dass sein Eispanzer auch durch Feuer nicht zum Schmelzen gebracht werden kann. Es macht sich die Luftfeuchtigkeit zunutze und verwandelt diese augenblicklich in Eis in verschiedensten Formen. Dadurch ist sein Körper häufig von einer Wolke diamantenähnlicher Eissplitter umgeben. Auch bei der Jagd nutzt es seinen Eiseshauch. Es verhindert, dass Beute flieht, indem es sie durch seinen kalten Luftstrom bewegungsunfähig macht. Dadurch macht es seine Opfer haltbar oder verspeist sie direkt genüsslich. In seiner Megaform kann es sein Maul nicht mehr schließen, so kann es den kalten Luftstrom nicht mehr kontrollieren, der ungebremst kontinuierlich ausströmt. Zwar gefrieren Gegner sofort, wenn sie in seinen Schlund geraten, jedoch kann es sie wegen des ausgerenkten Kiefers nicht essen. Dabei ist Phenontor ein Pokémon der Stufe 1 und neben Frostetie eine mögliche Weiterentwicklung von Schnepke. Bei der Entwicklung bleiben der schwarze Körper und das Gesicht ähnlich, jedoch umgibt es diesen mit einem auffälligen Eispanzer. Seit der 6. Generation ist es zudem mithilfe eines Phenontor-Nieten dazu in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Phenontor durchzuführen. Und bei Frostetie verändert sich das Aussehen komplett, indem es viel dünner wird, zwei Schleier umgeben wird und generell ein weiblicheres Aussehen bekommt. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Schnepke zu Phenontor beim Erreichen von Level 42 ausgelöst und Frostetie kann sich entwickeln, wenn ein weibliches Schnepke einen Funkelstein anwendet. Mit seinen Typen nimmt Phenontor halben Schaden gegen Eisattacken, doppelten Schaden gegen Kampf, Gestein, Stahl- und Feuerattacken und der Rest macht normalen Schaden.